Die handballfreie Zeit ist bald endlich vorbei. Die Sommerpause ist rum. Wir gehen in die nächste Saison mit den Rhein-Neckar Löwen und freuen uns tierisch drauf. Ein Mann, der sich auch auf seine erste Saison bei den Rhein-Neckar Löwen freut, ist Stefan Knäher. Das ist so richtig, oder? Ja, natürlich. Ich freue mich, dass ich jetzt hier mitspielen darf. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf die Aufgabe hier und will mit den Löwen auf jeden Fall dieses Jahr, auch wenn es schwierig wird, versuchen, wieder einen Titel zu gewinnen. Du kennst ja eigentlich viele schon auch von der Nationalmannschaft. Wie ist denn das so, wenn man jetzt, wenn der Olli Rogic, mit dem hast du jahrelang zusammengespielt, wenn der jetzt da quasi, ja, so wie der Mannschaftsbetreuer oder der Chef ist? Ja, gut, das ist kein Problem eigentlich, weil Olli sonst auch als Spieler immer so ein bisschen versucht hat, die Fäden außerhalb der Mannschaft in der Hand zu nehmen. Und ja, ich denke, jeder kann dann von seiner Erfahrung auch profitieren außerhalb vom Spielfeld. Wir haben, vielleicht klickt ihr euch mal einmal rein gleich in das Video von Olli Rogic. Er hat wohl eine Wette am Laufen. Es geht darum, ob er bis Weihnachten zugenommen hat. Glaubst du, er schafft das? Ja, ich enthalte mich da lieber mal, weil jede Antwort, die ich jetzt sage, ist falsch. Ist er größer als du, ja, ne? Ja, ja. Okay, dann kann ich das vollkommen verstehen. Ja. Aber du bist wahrscheinlich auch gut angekommen, du bist mit den Leuten auch schon gut klargekommen, hast eine schöne Wohnung gefunden, also fühlst dich rundum wohl. Ja, richtig. Ich habe mit meiner kleinen Familie in Heidelberg so ein kleines Reihenhaus gefunden und ja, wohnen jetzt seit knapp 4 Wochen, sind wir schon eingezogen und fühlen uns bisher sehr wohl. Was ist dein Eindruck von den Rhein-Neckar Löwen? Auf was freust du dich bei den Löwen am meisten? Ja gut, bisher, heute war so lockeres Fotoshooting und morgen geht es dann endlich los. Ich freue mich, was ich auch so aus der Erzählung gehört habe, dass in den letzten Jahren schon auch ein Wandel ein Umdenken stattgefunden hat, so was man hört auch von Patrick oder Uwe, dass innerhalb der Mannschaft eine sehr gute Stimmung ist und ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich endlich mal Champions League spielen darf, auf jeden Fall für mich persönlich und ja, alles andere lasse ich auf mich zukommen und ich denke, wir werden viel Spaß haben dieses Jahr. Wir freuen uns auf den Spaß, den wir alle zusammen haben werden und wir sehen uns in der SAP Arena. Bis dahin, macht's gut.